Gegen 4 Uhr waren wir mit unserem nubischen Freund Asap verabredet. Eine Ballonfahrt über Luxor war unser Plan. Am Startplatz angekommen, war unter den Leuten eine gewisse Unruhe zu spüren. Es ging alles hektisch zu und ich musste sofort an den schweren Ballonunfall denken, der am 26.03.2013 genau an dieser Stelle seine schicksalhafte Fahrt aufnahm. 19 Tote, 21 waren an Bord. Ein Engländer und der Ballonführer konnten sich mit einem Sprung aus dem Korb schwer verletzt retten. Sie hatten schon die Landungsphase eingeleitet und befanden sich nur wenige Meter über dem Boden. Die Helfer hatten schon die Landungstaue gepackt und ordentlich straff gezogen. Sie konnten nicht wissen, dass sie dabei eine Gasleitung beschädigten. Der Ballonführer hätte die Katastrophe verhindern können. Dazu brauchte er nur das Ventil der beschädigten Leitung schließen. Stattdessen sprang er aus dem Korb und überließ den Mitfahrenden ihrem Schicksal. Gas strömte aus und der Ballon fing sofort Feuer und schoss 300 Meter in die Höhe. Nicht der Aufprall, sondern die enorme Hitze brachte den Tod. Der eine Überlebende, der Engländer, hatte es besonders schwer getroffen. Er hatte überlebt, seine Frau und sein Kind nicht. Im Gegensatz zu dem schweren Unfall von damals haben die Behörden dafür gesorgt, dass der Flug mit dem Heißluftballon in Ägypten an Sicherheit zugenommen hat. So dürfen nur noch 15 Fahrgäste statt 21 an Bord. Der Pilot wurde gründlich ausgebildet und der Korb auf den neuesten Sicherheitsstand gebracht. In Ägypten ist es üblich, unter der ärmeren Bevölkerung die Häuser sehr lange ohne Dach zu lassen. Solange das Haus nicht fertig gebaut ist, braucht der Hausbesitzer keine Steuern zahlen. Nach nur knapp einer Dreiviertelstunde setzte der Korb sanft auf ein abgeerntetes Maisfeld wieder auf. Das gefiel dem Feldbesitzer aber gar nicht. Wir sammelten etwas Geld und der Bauer war zufrieden. Okay.